Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PQA Vlog. Ich bin's euer Patrick und ja, heute gibt es einen Ausblick vom letzten Wochenende von Prag, von LMS Prag, wo wir zu viert hingefahren sind. Zu viert sind der Christopher, der Daniel, der Thomas und ich. Wir sind mit dem Auto rausgegrüßt und ja, ich habe die Kamera mitgehabt, sogar eine gute Kamera sozusagen, weil ich mit dem Auto unterwegs war und deswegen den Platz hatte. Und habe versucht, immer wieder so ein paar Bits aufzunehmen und halt auch von meinem Turnier was zu berichten. Leider ist der Ton natürlich nur so halb geil, weil einfach, ja, große Halle, viele Menschen. Es ist einfach, hat eine gewisse Lautstärke in der Halle und das ist leider, ja, ich habe versucht, das besser hinzukriegen, aber es ist nicht toll. Ich hoffe, es passt trotzdem. Und ja, ohne weiteren Geschwafel kommt es jetzt dahin. Ihr seht mich dann noch einmal dazwischen und einmal am Ende von diesem Video. Hallo und herzlich willkommen aus Prag. Ich bin euer Patrick, der PQA-Vlog von hier. Wir sind schon vor einigen Stunden angekommen, also zu Mittag, haben dann beiderseits geparkt. Ich habe dann halt die Kamera im Auto lassen, weil ich mir nicht sicher war, wie wir das machen. Ursprünglich haben wir gesagt, wir schauen nur kurz hin und gehen dann zum Hotel, haben das aber jetzt anders gemacht. Also ich habe jetzt schon ein Side-Event, Modern Side-Event gespielt. Wenn ich sage wir, wer ist wir? Natürlich der Christopher ist dabei. Der Erlöser, der Thomas und auch der Daniel. Der Daniel und der Thomas haben ein Sealed-Event gespielt. Und der Christoph hat nur zugeschaut und blöd geredet. Aber jeder, wie er kann halt. Ich spiele wie angekündigt Creativity. Die zwei Kollegen, also unser Team, spielt sozusagen. Der Christoph spielt Infect. Ich die blau-grüne Liste. Also circa wie es vorgestellt hat. Der Thomas spielt Mil, Ubi Mil, auch so circa wie er es vorgestellt hat. Und der Daniel spielt ein Boggle-Deck in Wirklichkeit, also Weiß-Grün, Enchantments, whatever, Indigotion. Und ich spiele zwar Creativity, aber ich spiele halt ein Creativity, was nicht Weiß beinhaltet, sondern nur vierfarbig ist. Ich muss gestehen, ich habe die Liste gnadenlos von Gershenson und Domelic gestohlen. Das habe ich nämlich beim letzten Spielraum-Event, da hat der Patrick Domelic das dort gespielt. Das hat mich sehr beeindruckt, das Deck. Und ich glaube, gerade im Mirror ist es besser aufgestellt als die Five-Color-Variante. Und ja, ich glaube, es wird viel Mirror geben, einfach weil Creativity scheint das meistgespielte Deck zu sein. Auch heute bei den Side-Events hast du praktisch auf jeden Tisch, wenn nicht auf jeden zweiten Tisch, halt zumindest ein Creativity gesehen. Event Location werde ich euch morgen zeigen, schaut ganz cool aus. Und von der Organisation war es jetzt schon viel besser, als es in Bologna war, weil Bologna war eine Katastrophe, also so der erste Eindruck. Aber optimal ist es noch immer nicht. Also ja, sie werden besser, die Lustigen von Legacy, aber von gut sind sie noch meines Erachtens ein gutes Schritt, Stück entfernt. Ja, das war's von mir. Wir spazieren gerade zu einem Restaurant, wo wir uns jetzt mit Bier und Prag-spezifischen Speisen verköstigen werden. So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das Video reinschafft oder nur in den Patreon-Outtake-Bereich. Wir sind im Broschek. Wir sind noch immer in Prag. Wir haben ein paar Bier-Intos, wir haben ein gutes Essen-Intos, wir sind gescheit angefressen. Also, du musst ein bisschen angesoffen. Der Christoph findet noch nicht heim, aber echt Unterstützung von Daniel. Wir gehen jetzt Richtung Zimmer, dann werde ich den Herrschaften ihre Karten geben, damit diese zwei Figuren dann auch ein Deck bekommen. Und ja, morgen geht es dann zum Turnier. Ich glaube, jetzt wird nur noch geschlafen. Fix, eine Runde muss ich noch spielen, es geht. Ja, spielen wir noch eine Runde, okay. Fix, spielen wir eine Runde. Lass dich verprügeln. Also wenn die motiviert sind, dann zeige ich euch vielleicht noch, wie die zwei Figuren gefahren. Gameplay. Voll inclusive. 18 Krabben, jeden Trigger vergessen. Pro-Play. Bin ich, oder? Ja. Nach dem Besuch beim guten Wirten in Prag wird natürlich hier noch getestet. Die Herrschaften haben ihr Deck schon gesleeved für morgen. Wir testen das wichtige Matchup Boggles gegen Mil. Boggle. Das natürlich ständig vorkommen wird. Oh, Alter, ich hasse dich. Der 20 war das, oder? Mhm. Wir sehen, Tasha's Hideous Loftus gegen Boggle relativ gut, weil die Mana-Kosten relativ niedrig sind. Ich habe jetzt mein Deck auch schon ungesleeved. Schauen wir. Und ja, dann schauen wir, wie es morgen läuft. Insofern, ja, das war's von uns. Wir sehen uns morgen.
Gute Nacht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder auf der Site. Heute ist der Samstag. Heute habe ich die Kamera nicht vergessen. Also insofern gibt es jetzt ein paar Bilder von der Site. Es ist 8.30 Uhr. Um 9 Uhr fängt das echte Turnier an. Ich bin wieder da mit der Crew und werde jetzt dann gleich ein bisschen durch die Halle gehen. Also das sind meine lustigen Compadros. Christopher, Daniel, schauen wir, dass er scharf wird. Und der Thomas. Und jetzt gehe ich ein bisschen eine Runde auf der Seite. Also geht auf der Seite, damit ich nicht wieder voll im Crowd gehe. Man hat hier die Main Area. Es sind 1000 Leute scheinbar registered. Das ist relativ fett, weil es, soweit ich mitbekommen habe, einfach das größte von diesen Turnieren bis jetzt ist. Also die LMS waren ja mal so 500, ich glaube das Leiter war sogar noch 200 oder so. Aber mit 1000 Leuten, also sie verwenden wieder das MTG Mini Tool, um damit man sich das pre-registern kann, also ja, einfach fürs Turnier anmelden kann und halt auch die Deckliste muss man dort eingeben. Und dort stand heute dafür, dass es 1004 Leute sind. Ich gehe mal davon aus, das ist noch nicht der Final Count gewesen, aber in dem Bereich spielt es wohl ab. Also ja, das ist alles Main Area. Da hinten haben wir die Feature Area. Jetzt gehe ich da doch in die Mitte, damit man das ein bisschen besser sieht. Das ist man sieht eh, die Leute strömen gerade rein. Da gibt es dann Feature Matches da hinten. Und daneben auch gleich die Main Stage. Dann die Vendor Area. Das sind vier Shops hier. Und auf der anderen Seite von der Vendor Area hat man dann die Side-Event-Area theoretisch. Da haben wir auch noch kurz hinspazieren. Also das sind die Shop-Area. Und das sind die Side-Events. Da ist auch die Side-Event-Stage gewesen gestern, wo man sich eben anmelden hat müssen. Die Schlange gestern war bis zu der Tür. Eigentlich weiß ich hier noch ein bisschen weiter, aber sie haben es dann aufgesplittet. Also ich habe mich angestellt, war es bei der Tür. Das war wesentlich besser als in Bologna, weil da war es eher eine Stunde, sowas glaube ich eine halbe. Ja, dann hat man hier eine Ultimate Guard Area, wo man gegen Ultimate Guard Leute spielen kann, also halt die Pros, die von Ultimate Guard gesponsert werden. Dann eben ein Art Alley, es sind zwei oder drei Artists hier wieder mal. Und dann eine Land Station für die Leute, die halt irgendwelche Sealed- oder Draft-Events spielen. Und da die Price Wall. Die Preise auf der Price Wall sind etwas weird. Also die Leute stehen schon an und versuchen die Sachen zu kriegen. Weil, ja, also wenn es so ist wie in Bologna, wo halt dann relativ bald es einfach nichts mehr gab, weil Sachen ausverkauft waren, ist natürlich ein bisschen Sad Face. Aber ja, also das war so der erste Rundgang durch die Area. Ja, hier habe ich ein Stück rausgeschnitten oder halt ein Stück gar nicht verwenden können, nämlich die Runde 1. Da war der Ton so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, da pfeife ich drauf. Meine Runde 1 habe ich gespielt gegen Temur Footfalls, habe die erste Runde, habe den Würfelwurf gewonnen, aber er hat angefangen mit Gemstone Cavern, also hat praktisch gleich schnell angefangen wie ich, hat dann Turn 3 und Turn 4 gecombot und das hat gereicht, um mich einfach totzuschlagen, bevor ich was Sinnvolles machen konnte. War relativ unspektakulär. Runde 2 habe ich dann mit meinem Sideboard-Plan ihn auskontrollieren können, habe seine Footfalls geethergastet, habe mein eigenes Combo durchgeforst, habe es gewonnen. Game 3 schaue ich mir seine Hand an mit Thoughtseize, sehe dort zwei Forces, ein Mystical Dispute, zwei Mill, also zwei Combo-Pieces sozusagen. Okay, ich nehme ein Combo-Piece, habe ein Counterspell, also habe dieses Invasive Surgery, was Sorceress countern kann, habe zwei, wer ist der grüne Spell, der Counter verhindert. Ich blende es jetzt ein. Auf der Hand denke ich mir so, alles cool. Ich sage Go, er zieht Karte, schaut, legt Land, legt Blood Moon. Und ich bin tot. Weil dafür habe ich natürlich keinen Counter gehabt. Hätte ich das Spell Pierce gehabt statt dem Surgery, wo ich auch noch 4 im Main Deck habe, hätte ich einfach den Blood Moon gecountert. Er hätte zurückgecountert und ich hätte Veil of Summer, danke. Veil of Summer verwendet, alles wäre gut gewesen. Aber Surgery countert halt keinen Blood Moon und damit habe ich das Spiel leider verloren. So hat meine Runde 1 angefangen und jetzt geht's weiter zu den normalen Vlog-Beats aus Prag. So, ein kurzer Nachtrag noch zur ersten Runde. Der Christopher hat seine erste Runde 2-1 gewonnen. Der Thomas hat seine erste Runde 2-0 gewonnen, der Daniel halt leider 2-0 verloren. Ich habe jetzt die zweite Runde gegen Grün Thorn gespielt, habe die erste Partie hat auf 5 gemaligant, wo ich on the draw war, hat aber dann eine sehr gute Hand gehabt, wo er Turn 3 den Drawn assembled hatte und Turn 4 mir
den 8-Mana-Typen aus Badaswar, der permanent zerstört ins Spiel gehaut hat, um meinen Venture kaputt zu machen. Aber mit seinem Powerstone, nicht dadurch krieg und den ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe, konnte ich am laufenden Turn Kreativität für 3 machen. Das hat gereicht. Und im zweiten Game war er leider wieder auf 5 gemaligend. Da war seine Hand nicht so toll, er konnte Drohnen hier assemblen. Und ich habe ihn einfach mit einem persisteten Achon totgeschlagen. Also ich stehe jetzt 1-1. Wie die anderen stehen, weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt schauen. Ich war, glaube ich, also es sind noch 5 Minuten in der Runde und ich werde jetzt mal die anderen suchen und schauen, wie es bei denen ausschaut. Aber mit 1-1 kann man schon mal besser leben als mit 0-2 oder ja, 0-1 nach der ersten Runde war frustrierender als jetzt auf jeden Fall. Ja, hallo. Runde 4 ist gerade vorbei. Wir warten auf das Pairings von Runde 5. Da wollte gerade jemand nicht durch die Kamera rennen, aber ja, jeder wie mag. Wir haben Runde 3 habe ich verloren, habe ich gegen Seismic Assault gespielt. Im ersten Game fängt an mit On the Play mit Raghavan, Turn 1. Turn 2 mit dem Treasure Token vom Raghavan, weil ich natürlich kein Burn-Spell hatte. Caster Magus of the Moon. Ich gewinne das dann noch, das Game. Mit ja, Magus of the Moon ist halt bestes Blatt, und den kann ich halt schon abschießen. Im zweiten Game fange ich auch wieder an mit Turn 1 Raghavan. Das Game dauert dann länger, er spielt irgendwann Seismic Assault und gewinnt dann aber wirklich über Combat Damage. Er sagt zuerst seine Pet-Karte, ich denke mal so, okay, ich board halt ein bisschen ein Enchantment-Hate. Im dritten Spiel hat er halt Seismic Assault plus Life from the Loam-Combo. Und ich habe halt im Endeffekt, kippt die Hand mit einem Achon auf der Hand, meine nächsten draußen sind Achon und Achon. Ich discard einen Achon und möchte einen Zug halt machen, Creativity für 1. Das counter dann mit Pflasterstorm, dann mache ich, okay, Persist, counter dann mit Pflasterstorm. Und dann schießt er mich halt tot im nächsten Zug für so eine 10 mit halt schieße ich 3 auf dich, live von Nolo und schieße ich 3, also schieße ich 6 auf dich, 2x 3 und dann nochmal 6 auf dich, also für 12. Der hat jetzt gegen Hammertime gespielt. Hammertime relativ einfach 2-0 Deckout. Das war überraschend easy. Wir haben dann auch ein Spaßspiel zu dritt gespielt. Ein drittes zum Spaß gespielt, so, das ist richtiges Deutsch. Und ja, das habe ich auch locker gewonnen. Also überraschend einfaches Matchup. Vielleicht war der auch Unlucky, aber ja. Der Christoph steht auch 2-2. Der Thomas, du stehst. Thomas steht 1-3. Also ja, we are still fighting, zumindest ein bisschen. Und ja, ihr geht das nächste Update in 1-2 Runden. So, Runde 6 ist geschlagen. Wir sind alle tot, also wir stehen alle zu 3 oder schlechter. Der Christopher hat gerade jetzt verloren und steht deswegen auch zu 3. Ich stehe auch zu 3. Ich habe in den letzten 2 Runden gegen Burn gespielt, gegen Affinity. Das Burn-Spiel war relativ unspektakulär. Game 1 hat er den Würfelwurf halt gewonnen und fangt mit 1 Drop, 2 Drop, 1 Drop und 2 Burn-Spells. Es war dann nicht mehr viel zu machen. Ich hatte natürlich kein Removal. Im zweiten Game habe ich die Hand mit Doppelbolt und ja, theoretisch halt Combo. Und er hat halt nur Burn-Spells und schießt mich einfach um. Ja, war nicht so aufregend. Gegen Affinity war es dafür relativ einfach, muss ich gestehen. Er hat mich einmal auf 5 und einmal auf 1 Leben runtergebracht. Also so einfach war es gar nicht. War selber auf 45 oder so. Also war schon recht knapp eigentlich. Aber ja, ich habe halt dann im Endeffekt mit Doppel-Achon das Game übernommen können im ersten, übernehmen können, damit es ein deutscher Satz ist. Und im zweiten Game, ja, habe ich beide meine Sideboard Nature's Game gezogen. Plus halt, ja, ich habe ja von Natur aus schon relativ viel Artefakt-Hate im Main-Deck mit den Prismari-Commands und den vielen Schüssen und so generell. Also ja, da hat er zwar auch Druck aufbauen können, aber nicht annähernd so viel wie beim ersten Mal. Und wie ich dann wieder Doppel-Achon gemacht habe, war das Game eigentlich schnell gegessen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind alle motiviert weiterzuzocken, weil es einfach urspaß macht. Ich muss sagen, mit den 3 Jungs zu fahren, war echt eine sehr gute Entscheidung. Es ist urlustig für uns rein ständig der Schmäh. Und ja, ich meine, wir hatten alle jetzt keine großen Erwartungen, dass wir mega super performen. Weil, ja, für Daniel ist das erste große Turnier, für Thomas auch. Der Daniel spielt überhaupt zum ersten Mal Wicked Modern. Der Thomas, ja, spielt halt Mille und hat mal gesagt, schauen wir mal, was geht. Ja, ist halt ein Pet-Deck vor ihm. Der Christopher ist jetzt gerade eben rausgefallen, erst mit seinem Infekt. Aber, ja, und ich halt, haben nicht erwartet, dass ich Tag 2 mache. Schön wäre es gewesen, aber es macht Spaß und das ist, was zählt. Und grundsätzlich rennt die Organisation ganz gut. Also diese Melee-Up, die sie da verwenden, funktioniert großteils. Ein einziges Mal habe ich zum Scoreboard rennen müssen, also zu den Pairings rennen müssen, weil ich nichts gekriegt habe. Und ja, soweit so in Ordnung. Jetzt schauen wir mal, wie noch die letzten 3 Runden verlaufen. Und dann freuen wir uns schon aufs Essen nachher. Wir werden wahrscheinlich das nächste selbe Lokal gehen wie gestern, weil das Essen war
mega geil und es war mega gut und sehr günstig, auch Bier war gut und ja, genießen wir noch den Abend. Aber ihr hört es mich sicher nochmal davor. Bis dahin. Also, Tag 1 ist geschlagen. Ich habe noch ein glorreiches 5-4 geschafft, genauso wie der Christopher. Der Daniel hat noch einen Sieg eingefahren. Yay! Und, weil es unglaublich aber war, this guy, this Thomas guy, ist auf einen 6-3-Rekord gekommen mit seinen Müllhaufen. Erst Haufen, Müll. Mit seinen Müllhaufen. Die mir Müll, ja. Die mir Müll. Ja, ich meine, wir haben beide alle nicht Tag 2 geschafft, weil man braucht halt 7 für Tag 2. Beide alle. Andere alle. Ja, es ist spät. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich nur nette Gegner. 9 Runden lang nur leibende Leute. Egal, ob ich gewonnen oder verloren habe, die Leute waren immer cool, die Leute waren immer nett. Das war echt ein sehr... geiles Event in Wirklichkeit bis jetzt. Jetzt geht es noch zum Broschek. Auf ein Papier. Und ja, den Abend auslegen lassen. Und was wir morgen spielen, müssen wir es noch ausmachen. Es gibt ein Team-Trios-Event, es gibt Legacy, es gibt Pioneer, es gibt alles. Also Legacy lacht mich an oder Team-Trios mit den Fritten da. Schauen wir mal. Ja, das war's von mir. 1, 2, 4, was? Alles Fritten. Ja, servus und guten Morgen. Ja, wir sind gestern dann noch in dem Lokal ein bisschen versumpert, also eh nichts, wir waren alle schon ziemlich miert. 9 Runden Magic sind halt schon 9 Runden Magic und durchaus anstrengend. Haben aber dann noch entschieden, dass wir heute wirklich das Team-Trios-Event spielen. Wir sind der Christopher, der Daniel und ich. Wobei der Daniel das Deck vom Thomas spielt, also Mill. Und ich halt mein Deck spielt und der Christopher sein Deck spielt. Der Thomas möchte nämlich in die Stadt gehen und sich ein bisschen Prag anschauen noch. Wir sind jetzt schon registriert. Das dauert sicher noch, bis das voll ist. Wir machen 64 Teams, das ist 6 Runden. Ich weiß nicht, was ich gestern noch alles von meinen Turnier gesagt habe. Ich weiß, glaube ich, habe das Affinity-Matchup gesagt. Ich glaube, die nächsten 3 Runden dann nicht. Ich kann jetzt auch gar nicht hundertprozentig recallen. Vielleicht mache ich da jetzt eine Zwischencard von jetzt, von heute, wie ich das aufnehme das, oder wie ich das schneide und sage ich dann. Aber ich glaube, ich habe dann noch gespielt gegen Amulet Titan, was ich verloren habe. War sehr arg, also im ersten Game hat er mich relativ schnell gecombo, das zweite Game war ein endloser Grind, was ich gewonnen habe, im dritten Game war ich halt auf 2 Mana Screw und er hat mich dann halt einfach Turn 3 oder 4 wieder gecombot. Ja. Relativ unspektakulär eigentlich, aber war, also Game 2 war sehr spannend, weil es halt wirklich ein Ultra Grind war. Und dann das letzte habe ich gespielt gegen Murktide, das weiß ich noch, das war insofern interessant, weil ich halt Murktide genau zum zweiten Mal gespielt habe, ich habe einmal dagegen gespielt, in Wien, aber mit den 5-Color-Liste dann auch. Und ja, das ist halt schon ein sehr anspruchsvolles Matchup. Da habe ich das erste Game verloren. Nein, da habe ich das erste Game gewonnen mit im Endeffekt mit Dwarf Beatdown. Einfach mit 3 Dwarfs die ganze Zeit angegriffen. Bis Removal, weil ich halt wusste, er hat Counterspells. Ich habe einmal versucht zu kommen und das hat er verhindert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen es halt die Zwerge. Das hat gereicht, das war sehr lustig. Im zweiten Game bin ich dann verstorben, weil ich es geschafft habe, 8 Spells und 19 Länder zu ziehen. 19 Länder auf 8 Spells. Und eins meiner Spells war Strike It Rich, um nochmal 2 Mana mehr zu haben. Okay. Hätte ich da irgendwo ein Combo oder irgendwas gezogen, was irgendwas macht, ja, hey, wäre es vielleicht spielbar gewesen, aber sowas einfach. Hat er mich einfach totgehauen. Und die dritte Partie habe ich dann gewonnen. Im Endeffekt mit Combo wieder. Und ein bisschen Zwergebieter und dann einmal die Combo durchgezogen mit Veil of Summer, Pre-Combo Veil of Summer gezockt, weil habe dann Veil of Summer gespielt, nur damit halt mein Uncounterbar ist, weil ich Angst hatte, Pflasterstorm, weil Dragon hätte ich verloren, habe dann mein das hat er resolved, weil ja, was soll er machen, dann habe ich Creativity für 2 gemacht und ja, dann sind 2 Typen ins Spiel gekommen, er hatte noch einen handeln können. Dann hat er mal hingelegt, Murktide. Ein Murktide, der war 8-8, der andere Murktide war 10-10. Das war dann so, Dann haben wir gedacht, okay, Judges, muss angreifen. Please make sure you are not distributing power to empty seats. Ich muss angreifen, weil dann verliert er wenigstens einen, sonst bin ich einfach im Swing tot. Habe halt zuerst noch mit Prismatic Command ein weiteres Creativity halt gesucht, nicht gefunden. Dann halt angegriffen und mit dem Angriffträger von Dings noch ein Creativity gefunden. Er ist auf 4 gegangen,
Nein, er ist. Ist auf vier, ja, ich glaube, er ist auf 4 gegangen durch einen Angriff und hat natürlich dann einen geopfert, den tot geblockt meinen. Und dann habe ich halt mit dem einen Dwarf, den ich noch im Spiel hatte, als guter Spieler, gedwarft, nochmal Kreativity für 1 gemacht, wieder gehittet. Er verliert seinen zweiten Merktide, geht auf 1 und dann hat er zusammengeschoben. War sehr schön. Ja, insofern hat das Spiel, hat der Tag gestern auf ein Hoch geendet. Aber es war trotzdem, wie gesagt, alle Spieler gestern waren sehr nice, es war ein sehr cooles Event, ich habe es eh gestern noch kurz gesagt. Und jetzt hoffen wir, dass das Team-Trios auch ein cooles Event noch cool wird und wir Spaß haben. Ich gehe mal davon aus, dass bei 64 Teams wird 6 Runden sein. Das heißt, wir zwischen 3-4 spätestens aus sein, kommt davon, wie viel die Lazy aufreißen. Und dann sind wir wahrscheinlich um 8 am Abend oder so daheim. Spätestens, wahrscheinlich eher 6 bis 8, irgend sowas. Ja, das ist von uns. Ich werde sicher noch ein Video dazwischen irgendwann machen, aber sicher nicht mehr so viel wie in der ersten Runde, weil ja, ich meine, bei Teamtrios ist halt das Coole, dass du ständig mit deinen Leuten zusammenhockst, ihnen helfen kannst und halt weniger Zeit für dich hast oder halt mehr Zeit mit den Freunden. Passt. Ja, wir sind fertig. Die 5 Runden Modern Team Trios sind geschlagen. Wir sind glorreiche 2-3 ausgestiegen. Das erste Spiel, also die ersten 2 Runden war so, habe ich gewonnen, haben meine Gegner, haben meine Teammates verloren. In der dritten Partie habe dann ich einmal verloren, dafür haben meine Teammates gewonnen. Und dann dachte ich, yeah, okay. In der vierten habe leider ich wieder gewonnen, dann haben meine Teammates verloren. Und in der fünften habe dann ich gewonnen und ein Teammate hat gewonnen, deswegen sind wir 2-3 gestanden, ausgegangen. Ja, es war auch das wieder relativ witzig. Der richtig LOL-Moment war, wie der Christopher in der ersten erste Runde spielt. Der Gegner fängt an und legt im Turn 2 Melira. Dings Infect. Hat er viel Spaß gehabt. Sein Game, glaube ich, war nach 5 Minuten vorbei. Weil im zweiten Game hat er nicht Turn 2 der Gegner Melira gelegt, sondern Turn 3 Melira gelegt. Das war auch schnell vorbei. Also ja, das waren so die Highlight-Moments des Events. Ansonsten, ja, fahren wir jetzt gleich heim. Die Burschen holen sich ja noch irgendwelche Signed Artist Sheets oder so. Und ich habe meinen Loot von dem ersten Side-Event, was ich am Freitag gespielt habe, noch geholt. Haben ein bisschen eine Archive und Katana Sleeves geholt für die paar Ticks, die ich hatte. Und ja, jetzt fahren wir dann heim. Und das war's. Ich muss sagen, in Summe ein sehr cooles Event. Aber mehr werde ich davon sagen, wenn ich dann jetzt mich wieder in meinem Zimmer befinde. Das war's dann im Großen und Ganzen von Prag. Also ein Bonbon noch. Ich habe am Anfang von dem zweiten, also vom Tag 2 oder Tag 3 in Wirklichkeit gesagt, dass es 6 Runden sind, weil es 64 Teams sind. Wir haben dann von mehreren Teams gehört, es sind nur 5 Runden und Top 4. Deswegen sind wir nach der 5. Runde weggegangen und ich habe meine Preise eingelöst, die anderen haben Artist-Sachen geholt. Und wie wir dann zurückgegangen sind, nachdem ich das Video geschlossen habe, haben wir gesehen, hey, da spielen ja Leute. Dann habe ich auf mein Handy gesehen und ja, habe es nicht mitgekriegt. Es gab eine 6. Runde und wir haben einfach sie verpennt. Das waren dann noch 40 Minuten an der Glock, also wahrscheinlich hätten wir eher 0-2 bekommen. Unsere Gegner hätten auch vielleicht trotzdem gespielt und hätten uns ein 0-1 gegeben. Und wir haben gesagt, wir pfeifen drauf, wir sind schon alles zusammenpackt. Der Thomas hat mir schon Karten zurückgegeben gehabt, für das Deck von Daniel in dem Fall. Und wir fahren einfach heim und sind dann heimgefahren und sind ja um 7:30 zu Hause gewesen. War sehr gemütlich, hat gepasst, alles gut. Ja, wir haben halt im Endeffekt die Möglichkeit auf das 3-3, um den Ausgleich zu machen, verschlafen, aber ja, soll nichts Schlimmeres passieren. Abschließend noch möchte ich noch einblenden, welches Deck ich gespielt habe, das ist die Deckliste von meinem Deck. Die werde ich jetzt einfach über mein Gesicht irgendwie einblenden. Und was ich auch euch nicht vorenthalten möchte, sind alle Matchups, die ich gespielt habe, genau mit den Ergebnissen. Also ich habe vom Tag 1 vom Side-Event gar nichts berichtet, da habe ich ja auch das Deck gespielt in 3 Runden. Habe in der ersten Runde gegen Rakdos Gam 1-2 verloren, habe dann in Runde 2 gegen Affinity 2-0 und gegen Elementals 2-0, also in Runde 3 gewonnen, also bin da 2-1 ausgestiegen. Habe auf diesem Side-Event eben die von den 5 Runden theoretisch 4 gewonnen, wobei bei einem stand es 1-0 und meine Gegner waren schon, also mein Teammates waren schon beide tot. Das kann man nicht wirklich werten. Bei den anderen habe ich 2-1 gewonnen und dann einmal habe ich 0-2 verloren. Der 0-2-Loss war gegen Foothills, wobei. Ja, ich meine, es war ein Side-Event, wo wir schon zu 0-2 gestanden sind in Runde 3, dann war es irgendwie wurscht. Aber mein Gegner hat halt sich hat getappt, hat sein Footfall, so, sein zweites Footfall
gecastet, dass ich nicht verhindern konnte. Und bevor er Go sagt, tappt er sein Mana um, sodass er ein rotes frei hat. Und ich sag so, naja, also, ich sag, okay, was soll's. Und mit dem einen roten Mana hat er halt eine von meinen zwei Dwarfs abschießen können, so habe ich nur einen Archon gekriegt, was gegen seinen vier Norinos zu wenig war. Hätte ich leider das eine rote Mana halt nicht frei gehabt, hätte ich zwei Archon bekommen, hätte das wahrscheinlich gewonnen und dann wäre es 1-1 gestanden. Also wäre es 1-0 gestanden, dann halt 1-1 und dann halt mein drittes gehabt, so habe ich einfach 0-2 verloren. Das war ein bisschen bitter, muss ich gestehen. Ich glaube, wäre es Grand Prix gewesen, hätte ich es nicht zurücknehmen lassen. Bei einem Side-Event, wo man 0-2 steht, schon. Ich meine, im Grand Prix, wenn ich 0-3 stehe, würde ich es wahrscheinlich auch zurücknehmen lassen. Aber in Wirklichkeit war es halt schon was das Einzige, wo ich mir gedacht habe, im Nachhinein, wo es mich noch immer ein bisschen giftet, weil ja, das Game hätte ich halt mit zwei Archons gewonnen, weil dann hätte er zwei seiner Tokens opfern müssen. Ich hätte zwei Blocker gehabt für seine zwei anderen Tokens und im nächsten Swing hätte ich es einfach umgerissen und fertig. Aber ja, so ist es normal. Ich war ein Good Guy und bin bestraft worden. In Summe bin ich an dem Tag 11-6, also an dem Wochenende mit dem Deck 11-6 ausgestiegen, was durchaus okay ist. Und in Games 25-15, was auch okay ist. Also man sieht, man hat relativ oft auch Fights, wo man halt 2-1 gewinnt oder 2-1 verliert. Aber ich glaube, das macht das Deck auch spannend und ist auch, glaube ich, ein Deck, was ich jetzt in der oder ähnlicher Form mal weiterspiele. Jetzt schauen wir mal halt, was Mom, also March of the Machine, für einen Einfluss auf das Meta hat und wie sich die Decks verändern und ob man das überhaupt, ob das dann auch viable ist. Aber ich gehe davon aus, dass Creativity weiter ein solides Deck sein wird und ja, insofern bleibe ich dabei. So, das Video ist jetzt eh relativ lang geworden. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich möchte auch noch mich wirklich mega bedanken bei allen, die dem Event Hallo gesagt haben. Es waren doch einige, die nur vorbeikommen sind und gesagt, hey, ich schaue, wir schauen eure Videos. Finde ich sehr cool, vielen Dank. Und sind weitergegangen. Manche haben ein bisschen mit uns geplaudert. Der Christopher hat sogar bei einem Gegner eine Karte unterschreiben sollen oder irgendwas unterschreiben sollen. Keine Ahnung, hat er mir nicht genau gesagt. Aber finde ich halt mega schön, freut mich irrsinnig, wenn halt die Leute, wenn ich Leute treffe, die uns anschauen, die das cool finden, die uns unterstützen in dem Fall auch natürlich dann. Und einfach, ja, und wenn so ein Servus, ich finde euch leibern, danke, oder ich finde euch super, oder wie auch immer, ja, das freut mich einfach irrsinnig und ja, war ein schönes Erlebnis, einige da zu treffen und einfach ein Hallo zu kriegen, oder wie auch immer. Also nochmal danke dafür. So, das war's wirklich. Ihr könnt es gerne Kommentare und Videos lassen auf Facebook, Twitter, Instagram, uns erreichen, Patreon, you know, all the shebang. Und ansonsten uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao, ba.